Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Was ihr tun müsst, um aufzusteigen. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 26. Januar 2020. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir haben eure Bereitschaft, solche Extreme auf dem Planeten Erde zu ertragen, sehr geschätzt. Wir sehen euch als diejenigen an, die die größte Fähigkeit haben, das Beste aus tragischen Szenarien zu machen. Wir sind nicht die Einzigen, die die Menschheit in diesem Licht sehen. Ihr seid weitaus beeindruckender, als ihr euch vorstellen könnt. Und was euch so beeindruckend gemacht hat, ist genau das, was man von euch in dieser Zeit verlangt. Es ist der Überlebenswille des typischen Menschen, der die Schlüsselkomponente des Egos ist, und da ihr zu eurem höheren Selbst werdet, müsst ihr diesen Überlebensinstinkt beiseite legen und ihn durch Mitgefühl ersetzen. Damit euer Bewusstsein aufsteigen kann, müsst ihr jeden anderen Menschen und sein Leiden als euer eigenes betrachten. Ihr müsst erkennen, dass es keine wirkliche Trennung zwischen euch und anderen Menschen gibt, und ihr müsst vergeben, anstatt Rache zu fordern. Eure Egos wollen nichts von dem, was wir gerade beschrieben haben, und so wird der nächste Trick der Menschheit darin bestehen, sich von diesem sehr mächtigen Werkzeug des Überlebensinstinkts zu lösen, dass es euch von diesem Aspekt eures Selbst getrennt fühlen lässt, der tief in euch liegt und schon immer von eurer ewigen und unendlichen Natur weiß. Es ist, als ob ihr euch vom bloßen Menschen zu Göttern verwandelt, und das ist es, was an dieser Zeit, in der ihr dort auf der Erde lebt, so aufregend ist. Ihr erfindet euch neu und werdet zu etwas, das ihr einst gefürchtet und als sehr, sehr weit entfernt angesehen habt. Es ist ein monumentaler Sprung nach vorn, dieser Bewusstseinswandel für die Menschheit. Und jetzt, da ihr alle wach seid und mit ihr alle, beziehen wir uns auf diejenigen unter euch, die diese Übertragung erhalten. Ist es eure Mission, anderen zu helfen, ihre eigene Göttlichkeit zu erkennen? Wie macht ihr das bei jemandem, der die bloße Suggestion von so etwas wie Blasphemie sehen würde? Nun, die Wahrheit ist, dass ihr immer noch eine Menge Hilfe von euren höheren Selbsten, euren Geistführern, euren Überseelen und einer Unzahl von anderen Wesen wie uns selbst bekommt. Deshalb ist es nicht wirklich eure Aufgabe, diejenigen, die noch schlafen, davon zu überzeugen, wer sie wirklich sind. Es ist eure Aufgabe, sie so zu sehen, wie sie wirklich sind, und ihnen durch den Schock dieser Erkenntnis zu helfen, wenn sie ihre eigenen Erfahrungen haben, die ganz klar machen, dass es keine Trennung zwischen Gott und Mensch gibt, so wie es auch keine Trennung zwischen Mensch und Mensch gibt. Erinnert euch daran und erkennt, wie glücklich ihr seid, dass ihr daran glaubt, dass ihr es wisst und dass ihr diejenigen seid, die darum gebeten werden, es zu leben. Es ist ein Privileg und eine Ehre und ihr seid bereit. Wir sind der arcturianische Rat, und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.